Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Spider-Man 2. Mein Name ist Melek und falls ihr da draußen natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst doch mal gerne ein Abo und ein Like da. Wir sind wieder zurück in diesem wunderschönen Spiel, ich freue mich extrem. Ja, wir müssen tatsächlich ein paar Heldenpunkte farmen, nämlich 1095, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, so sieht zumindest aus, ich freue mich auf jeden Fall. Und, liebe Freunde, es ist unfassbar. Das ist ja bereits, also falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt zu diesem LP, mittlerweile ist das ja quasi ein LP, was wir ja schon bereits durchgespielt haben. Und das jetzt quasi unser zweiter Durchgang ist, mit unserem zweiten Speicherstand. Gibt's Probleme? Zu dem Remastered hier. Los geht's. Oh nee, die kennen wir doch. Oh nee, Mysterious Mülldinger. Ich hab da einen Schleim. Ja, ich hab auch ein mieses Gefühl. Das ist so krass, ne? Dass es die überhaupt noch gibt? Dass es die überhaupt noch gibt? Das ist ja richtig komisch. So, da hinten ist auch noch was. Wir müssen ganz schnell Punkte farmen, Leute, weil die Story geht weiter. Wir wollen ja nichts verpassen. Hi! Alles klar bei euch? Ja, wird mich auch mal interessieren, was ihr hier macht. Das kann doch nicht euer Ernst sein hier. Mitten in der Nacht hier so Quatsch zu machen. Keiner hat euch gesagt, ihr sollt hier Quatsch machen. Und wer Mist macht, ihr wisst ja, was mit den Leuten passiert, die Mist machen. So halb zumindest. Zack. So. Wir haben echt nicht mehr lange. Wartet mal. Wir sollen uns mit Tante May treffen. Ich glaube, ich weiß, welche Mission das sein wird. Wisst ihr, welche das sein wird? Ich kann es euch direkt sagen. Ich spoiler jetzt kurz. Ich glaube, es wird das sein, dass wir mit Tante May zur Bank gehen müssen und dann treffen wir dort irgendwie Doc Ock, würde ich sagen. Na? Oh nein, jemand fällt gleich! Nein! Wow, ich muss los. Schnell hinterher. Ey, die Bauarbeiter, ne? Die sind so lebensmüde, wenn ich ehrlich sein soll. Also wirklich, die sind wirklich... Alles wird gut. Sehr, sehr lebensmüde. Finde ich jetzt persönlich. Also sorry, aber... Die sind so krass lebensmüde. 3485 haben wir jetzt gesammelt. Uiuiui, okay, wir haben... Sie brauchen auch gar nicht mehr so viel. Aber das Gute ist, nachts ist immer eigentlich viel los. Deswegen mache ich mir da ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen drum. So, was ist denn hier? Dieses Spiel ist so schön, ne? Man kann, also, das Schwingsystem tatsächlich ist für mich persönlich schöner als das Schwingsystem jetzt von Marvel Spider-Man. Also, kein Scherz jetzt. Deswegen, also überleg mal, wann das Spiel erschienen ist, ne? Ich glaube, das ist 2002 oder so erschienen. Oder 2004. Ja, ich bin da. Hi. Kann ich helfen? Ich sah, wie jemandem das Auto gestohlen wurde. Mit Waffen. Sie sind da lang. Nicht schon wieder. Hilfe! Bitte! Wir kommen. Nicht solange ich hier was zu sagen habe. Wir kommen. Hi. Ich hasse euch, Auto. Liebe. Die sind krass. Oh mein Gott. Hey, Waffe weg. Sucht euch doch was Krisensicheres. Waffe kurz weg. Zack. Waffe weg. Da hinten ist wieder was los. Warte, wir müssen sofort da nach hinten. Hi. Kann ich dir helfen, Madame? Der Typ hat eine Pistole. Der Typ hat auch eine Pistole. Der auch? Nee. Der nimmt seine Pistole nicht raus. Lauf nicht mit deinem Gesicht in meine Faust. Oha, der hat eine Pistole. Safe. Weg mit der Pistole. Oh, fetter Leck. Lol, hatte der keine Pistole? Oh, nimm das Zeug aus meinem Gesicht. Guck mal, was er macht. Hä, hey, der hat keine Pistole gehabt. Das ist ja richtig komisch.
Hä? Kein Problem. Das ist ja komisch. Wartet mal. Also wir werden auf jeden Fall ein paar Quests natürlich heute machen. Hä, das finde ich ja richtig komisch. Hi, ich heiße Spider-Man und bin heute ihr Sohn. Aber dieser Remaster-Titel, muss ich echt sagen, ist so geil, ne? Der ist wirklich richtig geil, ehrlich. Oh nein! Oh nein! Glaubst du wirklich, du gewinnst? Für mich sieht das so aus, Boss. Oh nein! Kein Problem. Rufen Sie die Polizei. Also ich weiß nicht, ob das was mit der Polizei bringt, ehrlich gesagt. Die sind ja sowieso total unfähig. Du musst aus diesem Netz raus. Ey, das sind die... Das sind die Räuber von Doc Ock. Du hast es geschafft. Du kannst es nicht machen. Warte mal, die müssen wir mal... Was? Keine Sorge, nicht entkommen. Ich krieg dich. Jawohl, wir haben 4000 von 4000. Super, sehr nice. Wechsle zu Fluchtplan Y. Fluchtplan Y. Was ist das denn, Mann? Hab ich auch noch nie gehört. Ey, man hätte gesagt, wir müssen Plan B einschlagen, aber doch nicht Fluchtplan Y. Was ist das denn? Mann, bist du schwach, ehrlich. Mann, ihr seid so dumm, ne? Ehrlich, das kann man nicht in Worte fassen. Digga, wie dumm kann man sein, ehrlich. Hammer, echt. So. Dankeschön. Fluchtplan Y. Fluchtplan Y. So, wartet, hier drüben ist auch noch was. Halt! Los, lass mich! Hi! Lass mal hier die Tasche in Ruhe, Kollege. Unverschämtheit hier, ehrlich. Hier, Lieferung ist frei Haus. Mein Portemonnaie, toll! Wisst ihr, was für ein Tick ich hab? Jedes Mal, wenn ich Spider-Man spiele, habe ich tatsächlich Hunger auf Pizza. Warum ist das so? Weil Pizza Paula oder wie das heißt, irgendwie so, ne, heißt das ja. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, also es macht mich irgendwie so verrückt. Irgendwie habe ich dann immer Bock auf Pizza und so. Wie jedes Mal, wenn ich wirklich Spider-Man spiele, ist das so. Immer. Also wirklich mit immer meine ich auch immer. Okay, in Deckung. Es wird niemand verletzt. Nein, wird's auch nicht oder soll zumindest nicht. Hallo. Spider-Man ist da. Das könnte etwas wehtun. Zack. Oha. Jetzt schalten wir ihn dann höher. Bam. Der hat gar keine Chance, das war der Dude. Eine schlechte Idee. Was? Die hauen noch ab? Die hatten noch wen da? Lol. Lol, der hatte da wirklich noch jemanden. Die sind so gut wie gestellt. Ja, die holen uns auch noch. Jetzt steckt ihr in Schwierigkeiten. Easy going. So, Pistole weg, Kollege. Keine Pistole hier. Autsch. Junge, was geht bei dem denn ab? Kann es sein, dass du irgendetwas verwechselst? So, die sind aber echt jetzt Vergangenheit. Echt. Hier, zack. Guck mal, wie er ihn schlägt. Guckt euch das mal an. Zu krass geil. Ah, nein, der Ballon. Den retten wir auch noch jetzt eben hier. Ja, hey. Ich komme. Oha, das wird echt knapp. Nein! Ha, ich hab ihn. Manchmal, und ihr wisst das ja bereits auch, also die natürlich das LP hier sehr, sehr krass fleißig mitverfolgen. Manchmal ist es ja wirklich so, ich spiele das Game, also ich versuche wirklich diesen Ballon so gut es geht irgendwie, ja, zu catchen und alles, also zu fangen und so, aber ich schaff's nicht immer. Weil ich dann irgendwie daneben springe oder so, oder der Ballon schon so weit oben ist, dass es halt schon fast unmöglich ist oder so, ne? Das gibt's halt auch. Und ganz ehrlich, guckt euch diese Stadt an. Wie schön farbig diese Stadt einfach nur aussieht. So eine schöne Stadt. Und guck mal, warte mal, ich zeig euch jetzt etwas. Seht ihr das? Wartet. So, ich weiß jetzt nicht, wo jetzt... Hier oben. Der hat sein Netz hier oben gesponnen. Seht ihr das? Das Ding ist auch hier an der Kante.
Das habt ihr gar nicht bei eurem... Bei eurem Marvel Spider-Man oder... Ich will jetzt auch nicht so rüberkommen, als wäre ich so ein Marvel Spider-Man-Hater, aber versteht ihr, was ich meine? Wie krass das hier schon so gewesen ist früher. Hier, seht ihr? Da ist sogar so ein Spinnennetz. Seht ihr das? So ein Spinnennetz, was dann von alleine weggeht. So geil, ne? Oha, hier ist sogar ein Poster. Was ist denn hier dran? Was sieht denn hier? Where fairy tales are born. Okay. Was steht hier drauf? Wie lange noch? Oha, wir haben welche. Bin dabei. Leute, wir haben Leute gepackt. Achtet mal hier, die wollen einbrechen. Spider-Man ist da. Hi Jungs, wie geht's? Lol, die wollten hier einbrechen. Vereitle diesen Einbruch. Lol. Lol, Mann, die wollten hier einbrechen. Ja, ich wollte mir eigentlich nur das Bild hier angucken. Das sah irgendwie cool aus. Was steht da? Latvania, Visit Latvania. Ich glaube, das ist ein Urlaubsort oder so. Mit so Burg und so. Cool. Details, die man erst nach der wievielten Episode, nach 100 Episoden gefühlt sieht oder so. Krass, wirklich krass. Okay, Freunde, das war dann eine weitere Episode von Let's Play Spider-Man 2. Ich hoffe, euch hat es natürlich wie immer gefallen. Wir sehen uns wieder mal in der nächsten Folge, hoffentlich. Ich guck mal, bis wann ich vor allem auch das LP hier führen werde, weil es noch ganz viele andere Projekte und so anstehen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, so eine Info einfach an euch. Bis dahin und ja, haut rein. Abo und Like nicht vergessen. Ciao, ciao, ciao.